Einen wunderschönen guten Morgen aus Triest in Italien. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind gestern schon angereist und packen gerade unsere Sachen zusammen. Das war unser Hotelzimmer für die Nacht. Sind jetzt schon wieder auf dem Absprung. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Hafen, denn dort wartet ein Kreuzfahrtschiff. Das neueste Kreuzfahrtschiff aktuell, die NCL, die Norwegian Cruise Line. Und damit geht es die komplette Adriaküste runter bis in die Türkei. Und wir treffen jetzt gleich unten an der Rezeption Timos Eltern. Die sind nämlich auch mit dabei und machen uns dann auf den Weg. Timo, wir müssen aus dem Hotel raus. Wir haben nur noch ein paar Minuten, sonst zahlen wir. Guck mal auf die Uhr. Hier hatten wir so einen schicken Glastisch und da unser Badezimmer. BD immer toll, aber die Konstruktion hier, die war ein bisschen komisch, weil hier konnte man sich nicht hinsetzen. Und man musste da so ein bisschen kreativ sein, was die Beine angeht. Naja, das war unsere Dusche. So, jetzt haben wir es kurz vor 11. Wir müssen jetzt auch wirklich auschecken, weil sonst zahlen wir für den Tag. Aber der Herr hier, ich weiß nicht, was der macht. So, hier Licht aus. Klappt's? Hallo? So, für uns geht es jetzt ab zum Hafen in Triest. Wir haben uns entschlossen, zu Fuß zu gehen, genau, zu laufen. Jetzt sind wir am Hafen angekommen. Hier ist das Schiff, mit dem wir dann heute Abend ablegen werden. Das neueste Schiff. Und dann geht's vom Hafen hier in Triest weiter. So, hier auf dem Weg jetzt zum Schiff an der Küste von Triest. Aber Timo, das ist ein schönes Bild, wie du am Meer entlang läufst. So, jetzt sind wir mit dem ganzen Check-in-Prozess durch. Jetzt stehen wir hier schon neben dem Schiff und da hinten geht's rein. Und dann geht unser Abenteuer auf der NCL los. Hier ab Triest weiter Richtung Süden. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt auf dem Schiff und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten und dann dürfen wir in unsere Zimmer rein. Jetzt suchen wir mal die anderen. Die müssten ja auch irgendwo sein. Ich musste nur woanders rein, weil ich ein Einzelzimmer habe. Es beginnt schon hier das Prügeln ums Essen. Hallo, I'm from Peru. Oh, from Peru? Yes. Oh, nice. Welcome on board. Thank you. I bought four. Four people? Right. Sorry. So, wir haben jetzt den Tisch gefunden. Jetzt hat man ein kleines Mittagessen und jetzt geht's an die Schiffserkundung, bevor wir in unser Zimmer dürfen. Ich bin jetzt hier schon mit dem Team unterwegs. Servus. Und laufen wir mal hier so ein bisschen durchs Schiff. Hier fangen wir mal gleich mit einer spektakulären Rutsche an. Das geht ja. Da runter, ja. Nee, warte mal. Das kann nee, das ist die andere Rutsche, die da unten die Drehteile macht. Ach so, ich wollte gerade sagen, da kann man doch nicht mit dem Reifen. Nee, das ist nebendran der Reifen. Da liegt man ja runter. So, hier wird schon fleißig gerutscht, hier mit dem Reifen darf man rutschen. Ja. So, jetzt habe ich hier meinen Raum gefunden, die 13501, eine Single-Kabine, war ich tatsächlich auch noch nie. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Dann gehen wir mal rein. So, machen wir mal hier Licht an. Geht das? Ah ja. So, und da werde ich schon willkommen geheißen. Ich habe hier ein Bett. Boah, und ein Badezimmer. Das ist meine kleine Kabine, ja. Kann man eigentlich nichts sagen. Ja. Oder Timo? Ja. So, der Timo teilt sich hier mit seinen Eltern ein Zimmer und die haben hier einen Balkon, haben ja nichts gespart. Wäre mir natürlich lieber, aber für eine einzelne Person dann doch ein bisschen zu teuer leider.
Da hole ich mir alleine den Balkon. So sieht unser Schiff aus. German. Was? Was ist das hier? Startseite. Hier. Aua. Jetzt entlang. Erfahrungen. Ah, da. Aufzug. So, und hier auf dem Hauptdeck, da genehmigen wir uns jetzt erstmal ein paar Drinks, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und jetzt sind wir hier ganz oben am Schiff. Hier haben wir eine super geile Aussicht über Triest und dem Rest des Schiffes. Und hier oben haben wir noch eine Go-Kart-Bahn auf dem Schiff. Das erste Mal, dass ich eine Go-Kart-Bahn auf einem Schiff sehe. So, dann kann man hier Minigolf spielen. Oh, Darts kann man hier spielen. Das wäre auch was. Pro. Hier haben wir die Go-Karts stehen. Machen wir vielleicht auch noch ein Ründchen irgendwann. Mit Sicherheit. Und das ist jetzt der höchste Punkt des Kreuzfahrtschiffes, an den wir erreichen können. Ja, Timo, setz dich mal rein. Jetzt haben wir so einen groben Überblick über das Schiff. Jetzt hoffe ich, dass ich bald meinen Koffer wieder habe, dass ich mir eine Badehose anziehen kann. Dann wird geschwommen im Pool und in wenigen Stunden legen wir dann ab auf unseren ersten Stopp. Nach Havanna. Ja, nach was? Havanna. Unser erster Stopp heißt Ravenna in Italien. So, das Schiff hat abgelegt, die Party ist im Gange und hier wird schon fleißig getanzt. Hey. Germany, Germany, number one. Und erreichen heute Abend noch Ravenna, unser erster Stopp auf der Kreuzfahrt. Und so lange machen wir hier jetzt noch Party und genießen hier jetzt noch ein bisschen den Abend. Heute Abend geht es dann noch weiter im Nachtclub und dann morgen sind wir in Ravenna in Italien unterwegs. Viel Spaß und ciao! Und einen wunderschönen guten Morgen hier aus Ravenna in Italien. Wir haben soeben das Schiff verlassen, unser erster kleiner Ausflug jetzt. Da ist das Schiff. Und bei wunderschönem Sonnenschein fahren wir jetzt ins Zentrum von Ravenna und schauen uns hier nur so ein bisschen die Stadt an. Die richtigen Ausflüge und alles, die machen wir dann ab morgen. Da sind wir nämlich dann in Kroatien. Hier haben wir unser Schiff von vorne. Ein breites Ding, that what she said. Timo's bitched. Jetzt fahren wir mit dem öffentlichen Bus, also laufen wir jetzt zur Haltestelle, die ist irgendwo da hinten. Und in ein paar Minuten. 11:39 Uhr. Ja, ich weiß halt nicht, wie spät wir es gerade haben. Da hinten sieht man nochmal unser schönes Schiff, wenn Timo mal dahin schwenkt. Und jetzt laufen wir ungefähr in diese Richtung dahinter. Ungefähr? Wir laufen in diese Richtung, nicht ungefähr? Ja, ungefähr. Dann müssen wir
schaue den Guide noch ein bisschen rechts, links, sondern bei der Bushaltestelle kurz warten. Ich bin ja schon ganz schön am Saften, weil wir schon über 30 Grad haben. So, jetzt sitzen wir im öffentlichen Bus. Ich bin schon ziemlich nass. Timo, das Zentrum von Ravenna. Sieht man jetzt auch mal. Nino. Bei Nino, ne? Ja, ja, ja. Jetzt hat man Cappuccino, ein Eiskaffee, waren hier schön Eis essen in der Innenstadt von Ravenna. Und jetzt schlendern wir noch so ein bisschen rum. Kann schnell gucken dran. Das ist eine schöne italienische Seitenstraße hier. So, und jetzt bewegen wir uns langsam wieder hier Richtung Hafen von Ravenna, nachdem wir uns ein wenig die Stadt angeguckt haben. 30 Grad ist ein bisschen. Ja, das Wetter macht. Das Wetter macht den Timo ein bisschen zu schaffen gerade. Auf jeden Fall werden wir noch rutschen, Go-Kart fahren. Was gibt's noch? Rutschen, ja, Go-Kart das können wir ein andermal klären. Das machen wir jetzt hier alles. Wir laufen jetzt wieder Richtung Bahnhof und dann werden wir zurück zum Hafen gefahren, wo unser Schiff auf uns wartet. Und dann legen wir heute Abend noch ab von Ravenna und dann geht's rüber nach Kroatien. Sind wir wieder da, wo wir heute Morgen gestartet sind, auf dem Weg Richtung Schiff. Gerade aus dem Bus gestiegen. Und da hinten ist es auch schon. Also unsere letzten Schritte auf italienischem Boden. Ich bin jetzt wieder in meiner kleinen Einzelkabine. Für uns geht es jetzt gleich weiter. Das Schiff legt jetzt gleich ab in Richtung Kroatien. Unser erster Stopp da ist Split. Da haben wir einen Ausflug gebucht, da werden wir ein wenig Jetski fahren. Und damit geht es jetzt gleich weiter. Let's get it started. Let's get it started.